Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute Teil 3 der Brettspiel-Charity-Auktion. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Es ist Teil 3 der Charity-Auktion. Ich habe nochmal den kompletten Tisch mit schönen Brettspielen vollgeladen. Wie immer, kurze Einführung in das ganze Thema und erstmal vielen, vielen Dank. Es sind schon über 1000 Euro zusammengekommen. Finde ich mega. Ich glaube, da kriegen wir in Summe hinterher ein wunderbares Sümmchen zusammen für den guten Zweck. Und darum geht's auch. Diese Veranstaltung läuft noch bis zum 4. März, 20 Uhr, das ist der Samstag, dann ist Schicht. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, auf die Spiele zu bieten. Wenn euch ein Paket gefällt, ich werde jedes Spielpaket hier mit einer Nummer versehen, eine Hashtag-Nummer, dann schreibt doch bitte unter das Video einen Kommentar. Ich habe es anders als bei den ersten beiden Videos, da hat mich eine Zuseherin draufgebracht, jetzt so eingerichtet, dass ich jeweils für ein Spielepaket einen Kommentar eingerichtet habe. Und dann antwortet ihr bitte einfach auf diesen Kommentar. Dann könnt ihr sehen, wo das Gebot dementsprechend gerade steht. Sollte vielleicht noch transparenter sein. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich habe es so ausprobiert. Guckt einfach mal, dass ihr damit klarkommt. Ja, was gibt es hier zu kaufen oder zu ersteigern? Also zum einen sind das ganz viele Spiele aus meinem eigenen Fundus. Das sind teilweise Rezensionsexemplare, teilweise selbstgekaufte Exemplare, aber eben halt auch Spenden, die mich von ja, Zusehern, Zuseherinnen erreicht haben. Da nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Habe ich mich riesig drüber gefreut, über die Pakete, die das Ganze nochmal ein Stück weit aufgewertet haben, eben halt an Qualität, was ich hier anbiete. Ich bitte euch, nur ernst gemeinte Angebote einzustellen. Verändert diese bitte auch nicht oder löscht sie, das fände ich halt auch nicht sauber, denn es sollten tatsächlich ja, hier eben was für den guten Zweck zusammenkommen. Ich werde einen täglichen Zwischenstand unter die Videos schreiben, das könnt ihr in der Videobeschreibung nachsehen. Da habt ihr dann auch einen zusätzlichen Überblick, wo das Gebot jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es hingeschrieben habe, gerade steht. Und ja, habt da immer die Möglichkeit, euch drauf zu gucken. Ich werde euch dann nach Auktionsende anschreiben. Um 20 Uhr fällt, wie gesagt, der Hammer am Samstag, den 4.3. Und dann besprechen wir ja, die Übergabemodalitäten. Ich brauche eure Adressen. Und es wäre halt toll, wenn ihr dann den Betrag überweist, plus 4 Euro Portobeteiligung. Das hat letztes Jahr super geklappt und von daher würde ich mich einfach freuen, wenn das auch in diesem Jahr wieder so funktionieren wird. Solltet ihr aus dem Ausland teilnehmen, also Österreich, Schweiz oder im anderssprachigen Ausland, dann würde ich, dann tragt ihr bitte die Portokosten selbst, weil das kann ich dann nicht auf die Reihe kriegen. Wohin geht das Ganze? Der Erlös geht zu jeweils einem Drittel an die Nestwärme e.V. Das ist ein Verein, der ein Kinderhospiz gerade in Trier baut. War eine Idee aus der Community, finde ich super, habe ich aufgegriffen. Und jeweils ein Drittel geht an die Aktion Deutschland hilft für die Erdbebenopfer der Türkei und Syrien und ein Drittel für humanitäre Hilfe in der Ukraine, wo ja gerade leider immer noch der Krieg nach über 365 Tagen tobt. Das war es erstmal soweit von hier. Ich werde per DHL verschicken und ja, dann kann es jetzt losgehen und ich fange an mit dem ersten Spielebundle. Das erste Spielebundle ist hier noch komplett verschweißt. Ist ein ja, Kickstarter, den ich mir mal gegönnt habe und dann habe ich ihn leider nie ausprobiert, beziehungsweise ich habe dann die deutschsprachige Variante genommen und es geht um The Seventh Continent. Hier noch komplett original verschweißt, ist wie gesagt das englische Spiel. Dazu gibt es die Erweiterung auch hier und ich packe noch hinzu die Erweiterung Fear of the Devers. So ein Bone and Dice Bag und hier noch drei kleinere Erweiterungen, die mit dabei sind. Das ist Comfort Creatures und noch so ein Pack Character Specific Skills und so weiter ist auch mit dabei. Also
wenn ihr Fragen hier noch zu habt, falls das jetzt nicht eindeutig oder euch eindeutig genug war, könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich da gerne auch nochmal etwas ausführlicher zu was zu ergänzen. Das ist dann der Hashtag 21. Dann haben wir ein, ja, ich würde sagen, eher im Experten- bis oberes Kennerspielbereich. Coimbra ist dabei. Ist von vielen ja persönlich sehr gehypt worden. Kam bei Eggert Spiele heraus. Dann haben wir Aufbruch nach Newdale. Die Chimera Station Euro Edition, was bei Gamebrewer herauskam. Und Undaunted Normandie bei Giant Rock herausgekommen. Das wäre Hashtag Nummer 22. So, und ich hatte ja gestern gesagt, oder vorgestern gesagt, keine Ahnung, wann ich es genau gesagt habe, dass ich auch noch ein Kartenspiel-Bundle mache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kartenspiele sind dabei. Wir haben Mischmasch von Amigo. 3x8 von Amigo. Ein schönes Kartenspiel. Schollenrollen, sehr lustiges Würfelspiel, wo es darum geht, dem anderen Schollen zu klauen. Schnapp dir den Sack, auch ein schnelles Reaktionsspiel. Hol's der Geier von Amigo. Chip It, ebenfalls Amigo. Lecker Mammut, auch ein lustiges Kartenspiel. Take That vom NSV Verlag. Silencio, ein Spiel von Zoch. Party Bugs, auch ein lustiges Spiel, was bei Abacus damals rausgekommen ist. Fat Fish von Huch. Dann haben wir hier noch von Quinet Games The Game Changers. War mal im Kickstarter dabei. Und Blöde Kuh, auch ein sehr lustiges Spiel von Drei Hasen in der Abendsonne. Ja, also wer auf dieses Spielebundle bieten möchte, der ganz viele Kartenspiele dabei hat, ist die 23 der Hashtag dazu. So, ich habe dann für den Hashtag 24 Holding On. Dann, weil leider im Adventskalender nicht abgerufen, aber euer Glück, Catan, Aufbruch der Menschheit. Noch komplett original verschweißt. Alleine das ist jetzt ein sehr aktuelles Spiel, wo es sich schon lohnt, dabei zu sein. Die Inseln im Nebel von Schmidt Spiele, sogar mit Unterschrift des Autors. Imaginarium, ein sehr opulentes Spiel von Bombix. Jetzt muss ich kurz aufstehen. Dann haben wir noch Ozeane von Schwerkraft. Und zu Ozeane von Schwerkraft packe ich auch noch, das wird die Sleeving-Freunde freuen, original Sleeves dabei, die eben halt für dieses, oder zu diesem Bundle dazugehören. Ups. So, bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Dann, nächstes Bundle ist die Nummer 25. Coco Pelli, auch noch komplett verpackt. Stefan Feld, eher ein leichteres Spiel von Stefan Feld, von dem wir immer etwas komplexere Spiele kennen. Game of Thrones, das Kartenspiel, Second Edition. Ein Spiel, was es meines Erachtens gar nicht mehr großartig zu kaufen gibt, Helvetica, von Matthias Kramer, damals bei Cosmos herausgekommen. Sorry, dann haben wir Gloria Game of Knights, ein Spiel um das ganze Ritterschaftsthema, deutsche Version hier. Flipper Mania, bei Frosted Games herausgekommen, wie ich finde ein extrem schönes Solospiel, zu mehreren war es nicht ganz meins. Und Crown of Imara haben wir jetzt auch nochmal hier, allerdings in der französischen Edition. Le Couronne de Imara. Da das Spiel aber sprachneutral ist, muss man sich hier einfach nur die Anleitung runterladen. Ist auch noch komplett original verpackt. Packe ich mit hinzu. Hat man also auch ein wunderbares Spiel an dieser Stelle. So, das war Nummer 25. Jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich nicht durcheinander komme.
Ja. Wir haben Nummer 26. Einmal Via Magica, ein ganz schönes Familienspiel, echt süß gemacht mit so Jetons, die man dazu nimmt. Das Riff, ein Spiel für zwei von Cosmos aus der Zwei-Personen-Reihe. Dann haben wir Blütenpracht, auch ein Zweierspiel von Rebel, sogar noch OVP wurde mir zugestellt. Sechs nimmt das Brettspiel, auch noch OVP, wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Ebenfalls OVP, auch mir zur Verfügung gestellt, Adventure Island bei Pegasus herausgekommen. Und dann haben wir noch Buttons, was bei Noris herausgekommen ist, ein Plättchen-Legespiel. Das ist Hashtag 26. Dann Hashtag 27. Einmal Zwei-Personen-Spiel, Jäger und Speer, eher ein Kennerspiel für zwei Personen. Wir haben das Friedemann Friese frisiert, ein wildes Motorrad-Rennspiel, etwas glücksbasiert. D-Day Dice, auch auf Deutsch, kam bei Giant Rock heraus. Wir haben Watch von PD. Venedig, nochmal Giant Rock, das Spiel rund um Gondolieri dort. Und last but not least, eines der Lieblingsspiele von Carina, Meadow, wurde mir auch netterweise zur Verfügung gestellt. Bei mir zieht es jetzt nicht aus, aber an dieser Stelle kann ich es euch hier mit ans Herz legen. Dann die Nummer 28, nochmal ein etwas größeres Bundle. Einmal Brothers, was bei Ankama herausgekommen ist, ein Plättchen-Legespiel für zwei oder vier Spieler. Dann haben wir von Michael Rienick Dracula, auch aus dem Zwei-Personen-Reihe. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. OVP, tödliches Versprechen, Deadly Dinner. Also hier habt ihr die Möglichkeit, ja, ein wunderbares Krimi-Dinner zu machen mit sechs Verdächtigen. Ein Memo-Crime aus der Think-Reihe von Ravensburger, die es auch nicht mehr gibt. Dann Tahutu, mein Gott. Sehr materialintensives, schönes Spiel von Abacus. Ein bisschen unterm Radar damals gelaufen. Round Forest von Piatnik, auch noch OVP. Und Glücks, ein abstraktes Plättchen-Legespiel, hat mir auch gut gefallen, von Queen Games. Das war Hashtag Nummer 28. Hashtag Nummer 29. Pandemie die Seuche. Mal umgekehrt. Wir sind ein Virus und versuchen uns eben halt einzunisten. Spy Connection. Ein wirklich super schönes Spiel. Ich muss es leider abgeben, weil es mir einfach der Platz fehlt. Hat so ein bisschen was von Zug um Zug. Aber mit verlorenen Spuren. Mountains, nochmal aus der Abenteuer-Familienspielreihe von Haber, ein Stempelsammelspiel. Festo bei Game Brewers erschienen, auch ein schönes Material. Nicht ganz nett zu spielen unbedingt. Fiesta Mexicana, wir sammeln auf einem Tableau eben verschiedene mexikanische Gerichte. Und last but not least, Fire and Stone. Sehr hübsche Aufmachung, aber mir tatsächlich zu einfach, eher ein Familienspiel, was bei Pegasus herausgekommen ist und damals von Feuerland redaktionell betreut worden ist. So, wir haben das letzte. Der letzte Bundle, nochmal fünf Spiele im Bereich, ja, ich würde sagen, Experte bis oberes Kennerniveau. Das Council der Vier, damals noch bei Heidelberg und Cranial Creations, leider hier der Karton ein bisschen eingedrückt, sage ich direkt. Das Spiel an sich ist aber okay. Dann haben wir von Huch Gutenberg, das Spiel rund um den Buchdruck, eher im Familien- oder im Kennerspielbereich. Korrosion von Deep Print Games, schon nicht ganz ohne zu spielendes Expertenspiel. Und dann haben wir hier Embarcado von Renegade auf Deutsch herausgekommen. Und da packe ich dann noch die Erweiterung dazu, die ist auch noch OVP. Und finally Cubitus bei Pegasus herausgekommen und AEG
lustiges Rennspiel im Kellerspielbereich. Ja, das waren Teil 3. Ich wünsche euch viel Spaß, steigert schön, seid dabei, nehmt das Thema auch ein bisschen ernst. Und wir hören und sehen uns ja wahrscheinlich schon morgen in der Kolumne, Freitag bei den News. Bleibt dem Kanal gewogen. Sollte euch das gefallen haben und ihr das erste Mal dabei seid hier auf dem Kanal, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich habe auch schon sehr viele positive Zuschriften bekommen, sei es unter den Videos, aber eben halt auch per Mail. Vielen lieben Dank dafür. Das freut mich riesig, dass die Aktion so gut bei euch ankommt. Mir macht es halt Spaß, wenn ich Spiele, die ich jetzt aussortiere, einfach ja, netten Leuten zur Verfügung stelle und dabei eben halt noch ein nettes Sümmchen rauskommt, was anderen Leuten dann auch gerade in Notlagen hilft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Macht's gut, bis dann, euer Christoph. Tschüss.